Herzlich willkommen wieder zu unserem Pressetalk Andruck auf TV Berlin, Hamburg 1, Potsdam TV und Future TV in Baden-Württemberg. Heute wollen wir reden über einen Geburtstag. Die Bundesrepublik Deutschland wird 75 und das Grundgesetz auch. Nämlich als es unterschrieben wurde am 23. Mai 1949, trat das Grundgesetz in Kraft und damit automatisch wurde die Deutsche Bundesrepublik Deutschland gegründet. Bundesrepublik Deutschland. Darüber gab es auch Diskussionen in den Versammlungen, die zu dieser Gründung des Staates führten. Sollte der Staat nun heißen Deutsche Bundesrepublik oder Bundesrepublik Deutschland? Was hat sich eigentlich damals Wesentliches verändert im Grundgesetz und ist es heute noch zeitgemäß? Darüber wollen wir heute reden mit Thomas Rittig von RSV Presse Berlin. Richtig? Ja. Sehr gut. Herzlich willkommen. Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro. Guten Tag. Und wir beide Partner in der Sendung Brinkmann König hier auf dem Sender jeden Dienstag 18:10. Werbung in einer Sache, Werbeblock ist jetzt zu Ende. Und Tobias Schmidt, Neue Osnabrücker Zeitung. Und was sage ich immer hinterher? Die meistzitierte Zeitung? Regionalzeitung Deutschlands. Wunderbar. Musste gesagt werden. Werbeblock ist hiermit auch zu Ende. Zumindest hier die meistzitierte. Ja. Ist das Grundgesetz noch zeitgemäß? 75 Jahre, es finden ständig Veränderungen statt. Jetzt wird wieder diskutiert über bestimmte Paragraphen, 146, 139. War es damals richtig, vor 30 Jahren, Artikel 23 Beitritt oder nicht eher 146? Und was waren die wesentlichen Kernstücke damals 49, worauf die Verfassungsväter, es waren 61 an der Zahl und 4 Frauen, gesamt also 65, heftigst diskutiert haben? Ja, es gab auch genau 4 Verfassungsmütter, nicht nur Väter. Ja, wäre heute ein Skandal, nicht? 4 zu 61. Ja, also das Grundgesetz ja, ist schon alt, 75 Jahre, aber zugleich würde ich sagen, es ist eigentlich keinen Tag älter geworden als damals. Und es ist nach wie vor brandaktuell und ist nach wie vor auch ja, wunderbar. Der erste Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar und sie zu achten, sie zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das sagt schon so viel aus, da steckt auch ja so viel Menschenliebe, ja geradezu Poesie drin, dass ich das nach wie vor als als das bedeutendste Dokument für unsere Verfasstheit, für die Verfasstheit unseres Staates erachte. Und natürlich ist es auch völlig legitim und auch richtig, dass man sich über bestimmte Artikel über Diskriminierung, über Gleichberechtigung, über die Frage, ob zum Beispiel auch Frauen zu einer etwaigen Dienstpflicht verpflichtet werden können, Bundeswehr verpflichtet können, dass man die immer neu und aktuell diskutiert. Aber das sind für mich Spezifika in einer sich wandelnden Gesellschaft. Das Grundgerüst, die Kernaussagen sind aktueller denn je. Herr König, Sie sind Österreicher. Gibt es ein Grundgesetz auch in Österreich? Es gibt ein Grundgesetz auch in Österreich, das heißt aber nicht so, es heißt bei uns Bundesverfassung, wie es auch richtig ist. Und zu diesem Namen Grundgesetz... Sie meinen, Grundgesetz ist falsch? Nein, das ist nicht falsch, aber meines Wissens war das ein provisorischer Name. Es heißt ja auch nicht Bundesgrundgesetzgericht, sondern Bundesverfassungsgericht in Deutschland. Und Grundgesetz, soweit ich das weiß, war der provisorische Name für den Fall der Wiedervereinigung. Also Deutschland hat mit dem Grundgesetz eigentlich eine Bundesverfassung, aber mit der Wiedervereinigung hat man die Chance nicht genützt, obwohl das damals in Diskussion war, die Verfassung ein bisschen ja, zu aktualisieren aufgrund der Wiedervereinigung und auch den Namen zu ändern auf Verfassung. Ich glaube, das wirkt bis heute ein bisschen negativ nach in den ostdeutschen Bundesländern. Ja, aber 1949, was ich ja, die Beratungen sind 1948 angefangen. Die Alliierten haben die deutschen Länderministerpräsidenten, die es ja seit 1946 wieder gab, die Länder, anbefohlen. Man kann sagen, einen Befehl gegeben, jetzt arbeitet mal eine Verfassung aus. Der Begriff war ja am Anfang da. Wer ist denn auf die Idee gekommen zu sagen, das können wir Verfassung nicht nennen, weil es etwas Beständiges ist, aber was wir hier machen, soll etwas Provisorisches sein? Wer hatte denn diese Idee? Also wer die Idee hatte, kann ich nicht mehr wirklich nachvollziehen.
Aber ich finde es schon ganz vernünftig, das so zu machen, weil es damals ja auch festgeschrieben hat, dass zumindest die drei westlichen Zonen des Deutschlands, was nach dem Krieg übrig geblieben ist, also außer den Annexionen, dass diese drei westlichen Zonen eben auf eine Wiedervereinigung gedrängt haben. Wobei der Name der Republik hier im Westen dagegen aber den Alleinvertretungsanspruch postuliert, indem sie nämlich schon damals hieß Bundesrepublik Deutschland, während der andere Teil, also das, die heutigen östlichen Bundesländer, Deutsche Demokratische Republik heißen, so rein grammatisch, wenn ich das mal als Sprachwissenschaftler sagen darf, ist da ein Unterschied. Das eine sagt nämlich, wir sind Deutschland, und die anderen haben gesagt, wir sind eine Republik, eine deutsche Republik, und es könnte auch noch andere geben, zum Beispiel eine deutsche Bundesrepublik. Also von daher ist es gar nicht so provisorisch gewesen, sagen wir mal, der Mindset, den Westdeutschland damals gehabt hat. Das gab da auch durchaus Unterschiede. Darf ich was hinzufügen? Bitte. Es gab noch eine weitere Variante mal, nämlich Bundesrepublik Deutschlands. Das haben die Russen verlangt, als beide deutsche Staaten sich bemüht haben, UNO-Mitglied zu werden. Das haben sie sich ja gegenseitig blockiert lange Zeit. Und da hat die russische Seite den Vorschlag gemacht, Bundesrepublik Deutschlands, woraus hervorgegangen wäre, es gibt Deutschland, ja, und ein Teil davon ist die Bundesrepublik, haben sich damit aber nicht durchgesetzt. Es ist ja das Interessante, Herr Schmidt, dass ausgerechnet Stalin derjenige war, der die deutsche Wiedervereinigung immer propagiert hat, bis zum März 1953, als es die letzte Stalin-Note gab, kurz vor seinem Tode. Das heißt, Stalin hat immer postuliert, Deutschland ist eins und wir wollen, dass Deutschland vereinigt wird, aber natürlich unter unserer Fahne. Ja, heute ist das immer so vereinfacht gesagt. Wie ernst war das denn damals? Denn bei der SPD gehörte Kurt Schumacher auch zu denen, die sagten, wir wollen unbedingt die verlorenen Gebiete im Osten wieder haben, wie Ostpreußen und die anderen von den Sowjets okkupierten Gebiete. War das für die Westmächte ein starkes Stück Arbeit, die Bundesdeutschen dazu zu bringen, dem zuzustimmen, also außerhalb von Adenauer, wenn man sagt, Kurt Schumacher, nee, der Kanzler Adenauer, so hat er mal im Parlament gesagt, ist ein Kanzler der Alliierten. Ja, so, so kritisch war die Lage, also sagen wir mal so kritisch im Sinne von, lass uns doch vielleicht uns an den Osten anschließen, war es damals, glaube ich, nicht wirklich. Klar, die SPD war sehr stark, aber wir sprechen über das Grundgesetz. Die zwei maßgeblichen Männer neben Konrad Adenauer waren Theodor Heuss und Carlo Schmidt. Der eine FDP, der andere SPD. Das war eine... Die Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland sich wandelt und sozusagen aufgibt, die stand meines Wissens damals überhaupt nicht zur Debatte. Es mag einige gegeben haben, aber die Frage der Westbindung und die Akzeptanz, dass wir als westdeutsches Land zusammenbleiben und auch da richtig aufgehoben sind und auch unter dem Schutz und der Unterstützung der Alliierten, der Westalliierten stehen, das stand damals nicht zur Debatte, nicht ernsthaft. Ja, aber es gab große Demonstrationen gegen die Westbindung in Adenauer. Das heißt, nicht ohne Grund hat man ihn, ich habe schon gesagt, den Kanzler der Alliierten genannt. Weil es doch Stimmung gab, die sagen, nach diesem verheerenden Krieg, 1945 und jetzt mit der Neugründung des Staates, wir wollen neutral sein. Oder wir wollen zumindest nicht wieder Kriegspartei werden. Was ich denn äußerte ja 1955, glaube ich, bei Gründung der Bundeswehr. Ja, das heißt, die Stimmung im Lande war ja auch zu einem Teil hin auf Neutralität. Oder wollen wir das heute nur nicht wissen? Also, ich bin zwar schon lange Korrespondent, aber damals noch nicht dabei gewesen. Ich erinnere mich nur an die Neutralitätsdiskussion auch zur Wiedervereinigung. Ja? Also ich möchte eigentlich noch einmal auf das Thema mit der DDR zurückkommen.
75 Jahre Grundgesetz und ganz, ganz grob, nicht ganz genau hinschauen, ist es zur Hälfte auch schon das Grundgesetz für das wiedervereinigte Deutschland. Also es hat ja damals auch eine Debatte gegeben, ob Deutschland neutral sein soll. Damals war 1990 ja. oder 1949? Ja, aber es spielte doch, Entschuldigung, aber es spielte doch in keinster Weise eine wirklich relevante relevanten Bevölkerungsteil wieder. Also dass darüber diskutiert wurde, dass es Demonstrationen gab, ja natürlich. Es gibt auch heute Bauerndemonstrationen, aber trotzdem sind nicht alle sozusagen der Meinung der Bauern. Und also auch das ist zur, ich bin jetzt noch nicht ganz so alt, aber dass es zur Zeit der Wiedervereinigung eine ernsthafte, relevante Bevölkerungsanteil auch im Osten gegeben hätte, der gesagt hat, lass uns neutral werden. Da kann ich mich nicht dran entsinnen. Nee, war auch nicht so. Nein, die Frage war nur 1990, richtig. Da ging es darum, brauchen wir jetzt eine neue Verfassung, um das Provisorium Grundgesetz abzulösen und der Sache dann einen den Namen zu geben, den es verdient hat, nämlich eine gesamtdeutsche Verfassung. Und die Grünen unter Ullmann, oder ja, das war eine starke Fraktion, die hat darauf ständig gepocht. Ja. Ja, und das war auch in den Verhandlungen mit der DDR und mit der Sowjetunion über die deutsche Einheit immer ein Thema. Ja, hat sich das Grundgesetz mit Vollzug der Einheit dieses Grundgesetz überholt? Das glaube ich auch nicht, wie meine beiden Mitdiskutanten hier. Ich bin auch der Meinung, gerade aus heutiger Sicht, dass es richtig war, das Volk nicht über eine neue Verfassung abstimmen zu lassen. Wobei die Frage der Abstimmung, die steht ja erst ganz am Ende eines langen Prozesses, der sicher nicht in so einem Hauruck-Verfahren hätte durchgezogen werden können wie 1949, der dann zum Grundgesetz geführt hat. Also ich finde es zwar eine schöne Marginalie, dass man es eigentlich Verfassung nennen sollte, weil das dem Charakter jetzt gerecht wird, aber ich finde, Namen sind Schall und Rauch, würde ich mal sagen, nennen wir es ruhig weiter Grundgesetz und betrachten für den derzeitigen Geltungsbereich des Grundgesetzes die Wörter Verfassung und Grundgesetz für Synonym. Also es gibt, glaube ich, keinen außer ein paar Reichsbürgern, die Gültigkeit des Grundgesetzes für das ganze deutsche Staatsgebiet anzweifeln. Und das ist ja auch gut so. Die Frage ist, was kriegen wir raus, wenn wir das jetzt zur Debatte stellen, in Gänze? Das ist so eine Ja-Nein-Entscheidung, wäre so eine Ja-Nein-Entscheidung, wo keiner weiß, was hinterher dabei rauskommt. Natürlich sind einzelne Bestimmungen des Grundgesetzes reformbedürftig oder es ist wünschenswert, sie zu reformieren. Zum Beispiel der Begriff der Rasse, der immer noch drin steht, wenn ich das richtig sehe. Aber auch die Frage der Neutralität, wenn man die aus dem Jahr 1949 sieht. Ich bin nun ein geborener Westdeutscher. Und ich würde sagen, alle die, mit denen ich in den ersten Jahren meiner politischen, wie soll ich das sagen, Erweckung geredet habe und die Ahnung hatten von dem, was in der DDR passiert ist oder in dem sowjetischen Besatzungsgebiet vorher, die hatten sich alles andere gewünscht als eine sowjetische Besatzung oder eine Neutralität, so wie sie sich Stalin gewünscht hätte. Also man kann Stalin unterstellen, dass er eine Neutralität Deutschlands nur akzeptiert hätte, wenn sie also mindestens so ein Status ist, wie der von Finnland bis vor kurzem war. Und wenn sie mit Finnen reden und reden über die 60er Jahre und so weiter, dann finden die das auch nicht mehr gut, dass sie damals neutral waren. Während 1990, da war ja oder 1989 und 90, da war die Situation eine ganz andere. Da hat man ja nicht mehr daran geglaubt, dass irgendjemand nochmal mit Panzern aus Blech und so weiter und Raketen und Panzerhaubitzen über eine international anerkannte Grenze gehen würde, jedenfalls nicht in Mitteleuropa. Und da hätte die Neutralitätsgeschichte vielleicht schon mehr Befürworter gefunden. Und ich glaube, wenn man heute die Frage wieder stellt, ist es wahrscheinlich wieder so wie 1949. Na, es poppt ja immer wieder auf und sagt, hätte man damals bei Stalin so antworten können oder nicht. Das versuchen wir nochmal kurz zu begründen und dann gehen wir auf den Kern des Grundgesetzes, machen jetzt eine kurze Denk- und Werbepause und dann sind wir wieder da. 75 Jahre Grundgesetz wird gefeiert in Berlin. Auch heute am Sonntag, 4 Tage lang in Bonn und Berlin. Warum Bonn? In Bonn wurde das Grundgesetz unterschrieben.
Deswegen ist das auch ein Grund, in dieser Stadt zu feiern. Manche denken ja nur in Erinnerung an den alten Status der provisorischen Hauptstadt, der provisorischen Bundeshauptstadt. So viel Zeit muss sein. Bis gleich. Zurück in unsere Sendung Andruf. Wir reden über 75 Jahre Grundgesetz. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz unterschrieben vom Vorsitzenden des Parlamentarischen Rates. Das war Konrad Adenauer, wurde dann auch der erste Bundeskanzler. Und dabei war auch noch eine Frau. Und kehren wir mal zurück aus der aktuellen Diskussion, ob Neutralität oder nicht. Das ist alles, sage ich mal, Stoff für Akademiker inzwischen. Aber sich zu erinnern, was damals gewesen ist, es gab einen wahnsinnigen Kampf um die Frauenrechte. Was war da los? Ja, es ging um die Frage tatsächlich der Gleichberechtigung und inwieweit das verfassungsgemäß bis ins Kleinste ausbuchstabiert werden muss. Und da hat man dann einen Kompromiss gefunden. Die vier Frauen haben noch etwas erreicht, aber es wird heute nach wie vor ja immer noch über Einzelheiten diskutiert. Ja, aber der Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der war ja sowas von umstritten damals. Da sagte, was ist das denn? Männer und Frauen gleichberechtigt? Ja, und dann gab es eine Frau, die ist dafür durch die Westzonen gefahren die ganze Zeit und hat gesagt, das muss in diese Verfassung rein. Und sie hat gewonnen am Schluss. Es war ja revolutionär zu der Zeit. Ja, eben. Ja. Und heute sagen wir, oh, da gab es eine Frau, die hat das gemacht und wir empfinden das als völlig selbstverständlich. Und deswegen lass uns mal einen Blick so in die Zeit 49 gucken. Richtig, da kämpft eine einzelne von diesen vier Frauen. Warum eigentlich nur vier Frauen? Hat das mal jemand überlegt? Heute wäre das ja ein Skandal, da hätten wir die Quote gefordert. Aus damaliger Sicht müsste man vielleicht sagen, sogar vier Frauen, ja. Nicht nur ja. Vier Frauen. Also heute könnte man die Frage stellen, wieso stellt nicht die Frauenbewegung das ganze Grundgesetz in Frage, weil da nur vier Frauen, genau. Dann kann es ja nicht richtig sein. Ja. Aber ich glaube, es wird sich unter der Bevölkerung trotzdem eine Mehrheit, also unter der weiblichen Bevölkerung trotzdem eine große Mehrheit für das bestehende Grundgesetz finden. Und die sehen dann großzügig darüber hinweg, dass die Männer schon damals so viel Raum gelassen haben, dass die weiteren Fortschritte der Frauenbewegung auch ohne große Änderungen des Grundgesetzes, also ohne komplette Infragestellung des Grundgesetzes möglich geworden sind. Aber es war ein langer Weg. Also ich kann mich selbst, könnte hier persönliche Anekdoten darüber erzählen, wie schwierig es war in einer Familie, das Recht der Frau als auf Gleichberechtigung durchzusetzen. Ja, und erst die Schlüsselgewalt wurde unter Kanzler Willy Brandt aufgehoben. Ja. Das heißt, Schlüsselgewalt ist, wenn Sie es mal selber erzählen, noch der Mann kann die Frau rausschmeißen. Ja, das heißt, die Frau durfte keine Geschäfte machen, die über, glaube ich, 3.000 Mark lagen. Ja. Dazu brauchte die Ehefrau... Es ging auch um Kontoeröffnungen ja, auf der Bank. Brauchte oder, sie die, ja, brauchte als Ehefrau immer die Unterschrift des Ehemannes. Eine Frau, die arbeiten wollte, musste dazu auch die dann Zustimmung ihres Gatten haben. Ja, das war in den 60er Jahren. Ich meine, insofern war der Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, ja, doch eine Errungenschaft. Oder wie Kollege König sagt, revolutionär. Das haben wir so übernommen und das ist heute völlig selbstverständlich. Ich will noch mal auch in die Historie gehen. Provisorium, wir haben schon drüber gesprochen. Wieso gab es diesen Streit über Verfassung, Grundgesetz, Provisorium? Wir haben eine Antwort schon gegeben, weil man natürlich dachte, es kommt irgendwann zur Wiedervereinigung und dann wird Berlin natürlich ganz automatisch wieder Hauptstadt. Und daran klingt, daran können wir uns, glaube ich, alle erinnern, im Juni 91, als Schäuble die Rede im Bundestag in Bonn hielt für den Wechsel von Bonn nach Berlin. Daran hat er erinnert. Waren Sie auch mit auf der Tribüne? Ja, ich glaube, wir haben alle da oben gesessen zu der Zeit. Ich war damals ehrlich gesagt noch ein bisschen zu jung dafür, aber an die Debatte kann ich mich natürlich schon erinnern. Das war natürlich auch tatsächlich ein Gänsehautmoment und eine krasse Etappe für dieses Land, zu sich selbst zu finden und nicht die Schatten abzuwerfen, aber doch zu sich selbst zu finden und eine neue Zeit aufzubrechen. Und dafür war der Umzug nach Berlin damals
sehr wichtig und sehr gut. Ja, und deswegen wollte man unbedingt den Begriff Provisorium haben, damit man das offen hält. Und 1991, als Wolfgang Clement als zuständiger Mann, noch nicht Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen, hat energisch und mit Wut auf der Zunge immer dagegen agitiert. Also ich erinnere mich an die Zeit noch sehr, sehr gut. Ich bin ja damals immer Pendler gewesen zwischen Bonn und Berlin, immer auf der Ostberliner Seite, wo ich auch akkreditiert war als Korrespondent. Und ich fand die Diskussion, dass es in Bonn bleiben sollte, Regierungssitz und Parlamentssitz, also unerhört, weil es immer in jeder politischen Sonntagspredigt vorher geheißen hat, natürlich ist dann Berlin wieder Hauptstadt, wenn Deutschland wieder vereinigt ist und bleibt unsere Hauptstadt. Und plötzlich sollte alles anders sein. Also ich habe in Bonn voll miterlebt, welche Bewegungen es gegeben hat und welche absurden Argumente, wirklich herbeigezogene Argumente, und wie der Bonner Generalanzeiger damals also unglaublich argumentiert hat, und der damalige Chefredakteur, der auch Verständnis für Berlin hatte, sogar gehen musste. Ja. Also es war schon sehr stark auf der Bonner Seite. Und man sieht ja jetzt, Bonn hat ja sehr vieles behalten können. Erstens einmal das Wort Bundes. Bonn ist nach wie vor Bundesstadt. Offiziell Bundesstadt. Nicht Bundeshauptstadt, aber Bundesstadt. Das Bundes konnte es behalten. Wohingegen Berlin, das die Bundeshauptstadt ist, niemand sagt Bundeshauptstadt. Jeder sagt nur Hauptstadt Berlin. Ja? Also das Bundes konnten sie sich behalten. Außerdem gab es diesen Bonn-Berlin-Vertrag, also wo Bonn sehr gut abgeschnitten sechs hat. Sechs Ministerien bleiben in Bonn mit immer Kopf. Noch sind viele Ministerien dort und ungefähr die Hälfte aller Beamten immer noch in Bonn. Und es gibt immer wieder Diskussionen, ob die endlich nach Berlin nachgezogen werden sollen. Und lustigerweise mit den gleichen Begründungen, nämlich die Kosten. Die einen sagen, es soll in Bonn bleiben, weil der Umzug nach Berlin wäre sehr teuer. Und die anderen sagen, der ständige Verkehr von Beamten zwischen Bonn und Berlin ist sehr teuer. Also ich habe keine Ahnung, wo das einmal endet. Wohnsituation in Berlin ist sehr prekär. Also es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, und in Deutschland dauern Entscheidungen manches Mal sehr, sehr lange. Ich kann mich an eine Studie des Verkehrsministeriums erinnern, die ist vielleicht 15 Jahre alt, über genau diese Frage. Und die haben dabei festgestellt, dass es teurer wäre, also dass man für den Umzug der jetzigen Beamtenschaft nach Berlin ungefähr noch 150 Jahre hin und her fliegen könnte. Wobei, um zu der Eingangsfrage zurückzukommen, diese ist ja teilweise auch, wie soll ich das sagen, nicht grundsätzlich getrieben gewesen mit der Bundeshauptstadt und Berlin oder Bonn, sondern Bonn hat versucht rauszuholen, was rauszuholen ist, mit der Federführung des von Ihnen erwähnten Herrn Clement. Und das ist Ihnen auch gelungen. Und wenn man es im Nachhinein betrachtet, kann man ja sagen, beide Städte haben davon profitiert, jedenfalls wirtschaftlich. Ob das Verhältnis der Bundesregierung zum regierten Volk davon profitiert hat, was damals so propagiert worden ist, dass das in Berlin so sei, weil dann sozusagen die Regierung nicht in diese, wie soll ich das sagen, gemütliche, parkähnliche Stadt Bonn kommt, wenn sie aus der Tür ihres Ministeriums geht, sondern in das pralle Leben gestoßen wird, wenn sie, sagen wir mal, auf die Kurfürstenstraße geht, oder nach Kreuzberg aus ihrem Ministeriumstür, ob das wirklich die Nähe der Regierung zu ihrem Volk gefördert hat, da möchte ich Zweifel anmelden. Andererseits muss ich aber auch sagen, wenn es in Bonn geblieben wäre, also ich könnte mir nicht vorstellen, dass von Bonn aus also die ganze Bundesrepublik regiert worden wäre. Also ich bin kein Bonn-Befürworter, ich wollte nur sozusagen die Stimmungs... Darf ich noch eine Anekdote nachschießen? Ja, ich zum Lachen damals, oder nicht? Bitte? Zum Lachen ja, oder nicht? Ja, zum Staunen. Und zwar folgendes. Zum Zeitpunkt der Abstimmung zwischen Bonn und Berlin war ich Vorsitzender im Verein der Auslandspresse. Das sind 500 Korrespondenten aus dem Ausland, nämlich aus 60 Ländern, zusammengefasst. Und als Vorsitzender habe ich eine Umfrage machen lassen. Erste Frage, was glauben die Kollegen aus dem Ausland, wie diese Abstimmung ausgehen wird?
Die zweite Frage, was würden Sie persönlich bevorzugen? Und zu meinem großen Erstaunen wurden beide Fragen mit Pro Bonn beantwortet. Also die ausländischen Korrespondenten, wo ich eher gedacht hätte, die sehen das in größerem Zusammenhang, haben sich beide für Bonn ausgesprochen. Na, so war ja auch die beide Stimmung Fragen. Morgens, jedenfalls habe ich so empfunden. Die war erstmal pro Bonn und erst als Schäuble ans Rednerpult ging. Ja, da Schäuble war das. Entscheidend. Ja. Ja, und da hatten wir alle, glaube ich, so wie jetzt kriege ich es wieder, Gänsehaut. Gänsehaut, ja. Weil man ja förmlich spürte, wie dieser Saal umkippte. Ja. Ich will nochmal, bevor wir jetzt in die letzte Werbepause gehen, auf den Stand heute gehen. Artikel 146, der ist ganz einfach. Er sagt, dieses Grundgesetz gilt so lange, bis das Volk über eine neue Verfassung entscheidet. Das war doch eigentlich vereinbart, dass es solch eine Abstimmung geben soll. Warum ist das alles nicht passiert? Warum steht es immer noch im Grundgesetz? Ja, von heute, Artikel 146, und sagt, ja, es gibt auch keinen Rufer, der danach ruft und sagt, wir sollten mal über eine neue Verfassung abstimmen. Was immer man sagen will, es gibt eine neue Verfassung, wenn das Volk es so will. Aber es will es offenbar nicht. Und was bedeutet denn 146? Offenbar sind ja alle zufrieden mit dem Grundgesetz, aber eigentlich könnte man es jetzt Verfassung nennen. Also ich bin da eigentlich bei Herrn Riedlich, ob man es jetzt Verfassung nennt oder Grundgesetz, das halte ich persönlich für eine Marginalie. Kann man darüber streiten, aber natürlich ist die Tatsache, dass das praktisch eine Verfassung oder ein Grundgesetz bis auf Abruf ist, ist schon wahnsinnig interessant. Ich glaube, dass zur Zeit der Wiedervereinigung, dass niemand diese Option sozusagen gezogen hat. Das ist nach wie vor so, man wollte diese Abstimmung nicht haben. Ich glaube nicht, dass das daran lag, dass irgendjemand daran gezweifelt hätte, dass es eine glasklare Mehrheit dafür gegeben hätte, aus diesem Grundgesetz eine Verfassung zu machen. Also das sozusagen zu sagen, wir brauchen etwas grundsätzlich Neues, wir sind da nicht mehr mit zufrieden. Denn ich erinnere mich auch nicht an eine größere Diskussion damals in der ehemaligen DDR, oder damals war es ja noch DDR, bis es zur Wiedervereinigung kam, dass man nicht Teil dieses westdeutsch gewachsenen Landes werden will und eben nicht nicht an die DDR-Verfasstheit anknüpfen wollte. Das wollten damals nur sehr wenige. Es gab natürlich, wir haben es schon besprochen, mit der Neutralität und so weiter, aber dass das Grundgesetz irgendwie zur Disposition stand, da kann ich mich nicht dran entsinnen. Und so ist es heute auch, wenn man Umfragen sich dazu anschaut, dann ist die überwältigende Mehrheit ist zufrieden mit dem Grundgesetz, auch wenn die wenigsten natürlich irgendwie die Artikel runterrattern könnten, aber mit dem Gefühl, unser Grundgesetz und damit unsere Verfassung, die ist super, die ist ein hohes Gut und die wollen wir auf keinen Fall irgendwie in Gefahr bringen, das ist doch sehr, sehr breiter Konsens. Und da ist eher, glaube ich, die Sorge, dass diese Option, eine Volksabstimmung herbeizuführen, um dann etwas ganz anderes zu machen, um die ausbalancierte, tolle Verfassung irgendwie zu schreddern, die ist, glaube ich, bei vielen da, wenn man sich auch um die Umfragewerte der AfD anschaut und Populismus ist auf dem Vormarsch aller Orten, dass wir wahrscheinlich über diesen Artikel noch intensiver reden werden. Aber man könnte ihn noch einfach abschaffen. Ja, dazu braucht man aber auch eine Zweidrittelmehrheit. Ja, aber niemand ist eigentlich dafür, diese Verfassung zu ändern. Die Situation, dass ein anderer Teil Deutschlands dazukommt, den haben wir auch nicht mehr. Das heißt, eigentlich ist der Artikel auch obsolet. Also ich persönlich bin da voll bei Ihnen. Ich finde ihn auch obsolet und würde ihn genau mit dieser Begründung abschaffen. Und ich würde nicht der AfD und denen, die noch weiter rechts stehen, aber nicht parlamentarisch vertreten sind, Munition in die Hand geben, indem ich sage, ich schaffe ihn ab aus Angst davor, dass die Rechten oder andere extreme Bewegungen, wobei die haben ja nicht so einen Rückhalt in der Bevölkerung, dass die einmal, und sei es per Zufall, eine Mehrheit kriegen können. Aber wenn wir daran denken, dass Orbán in Ungarn eine Mehrheit bekommen hat und diese Mehrheit bestanden hat, dann ist das durchaus eine
nicht völlig unrealistische Annahme, sage ich mal. Ein bisschen mehr Charisma bei Frau Weidel und Herrn Chrupalla und schon sind wir bei den 20% bundesweit. Und davor, ehrlich gesagt, graut mir. Und ich finde, also das würde ich jetzt, wenn ich Politiker wäre, nicht als Argument nehmen, sondern ich würde als Argument nehmen, diese, wie soll ich das sagen, Selbstvernichtungsklausel am Ende einer Verfassung, die braucht man nicht. Vielmehr sollte man das große Vertrauen, was jetzt in dieser Verfassung herrscht, zum Anlass nehmen, diese Selbstvernichtungsklausel abzuschaffen, aber das plebiszitäre Element ohne diese inhaltliche Verknüpfung könnte man ja trotzdem aufnehmen in das Grund oder erweitern im Grund. Ich hätte noch eine ganz andere Befürchtung, wenn ich ganz kurz schnell sagen darf. Die Sprache des Grundgesetzes ist so klar und gut verständlich und ich fürchte, wenn man das heute neu formulieren würde, wäre es so bürokratisch, vollgegendert und unerträglich zu lesen. Also lassen wir alles so, wie es ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Thomas Rittrich, bei RSV Presse. Ja. Ja? Bei Ewald König, Co-Autor von Brinkmann und König, unserer gemeinsamen Sendung hier auf TV Berlin, aber sonst Leiter des Korrespondentenbüros in Berlin. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und Tobias Schmidt, Neue Osnabrücker Zeitung. Jetzt werden Sie noch mehr zitiert. Kann ich wieder beim letzten Mal sagen, meist zitierte Regionalzeitung. Ja, vielen Dank, dass Sie beide da, alle drei da waren. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben und zugehört haben. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Und dann reden wir über die Europawahl am 9. Juni. Da ist nicht mehr viel Zeit und das wird eine spannende Wahl. Vielen Dank für heute und ich sage Tschüss.